Am Mittwoch wurden in Hart die Vorarlberger Hauptschulen präsentiert, die sich zu einer Teilnahme am Projekt Vorarlberger Mittelschule entschlossen haben. Bezirksschulinspektor Christian Kompatscher zeigt sich sehr erfreut über das rege Interesse der Schulen an diesem Projekt. Es sind 22 Schulen mit im Boot. Das ist der derzeitige Stand. Sie sind verteilt sozusagen vom Bodensee bis zum Arlberg aus allen Bezirken. Überraschenderweise sehr positive, zustimmende Rückmeldungen aus dem Bezirk Bludenz. Das hat uns überrascht, begrüßen wir aber sehr. Ich glaube, diese 22 Schulen bilden gut die ganze Bandbreite von Situationen ab, die wir an Schulen, an Hauptschulen in Vorarlberg vorfinden. Auch von Seiten der Gymnasien gibt es sehr positive Signale für eine Zusammenarbeit und erste Gespräche haben bereits stattgefunden. Ich denke, dass hier eine grundsätzliche Bereitschaft da ist, sowohl für eine vertikale Kooperation, also im Sinne eines Borg-Lautrach oder vielleicht auch einer Tourismusfachschule, einer Handelsakademie, aber natürlich, und das ist sicher der hauptsächliche Part, auch für eine horizontale Kooperation mit AHS-Unterstufen. Eltern rechtzeitig und umfassend über die Möglichkeiten zu informieren, ist eine der großen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Hier setzt die Projektgruppe vor allem auf die Volksschulen, die direkt den Kontakt mit den Eltern haben und so optimal informieren können. Wir werden, und das ist eigentlich der zentrale Informationskanal für uns, über die Volksschulen die Eltern jetzt nochmals verstärkt informieren. Das wird also auch nicht abreißen. Wir werden diesen Informationskanal jetzt sukzessive aufbauen und also bis zu dieser Entscheidung, wo wird welches Kind angemeldet werden, wir hier also ganz massiv mit Information zur Seite stehen. Aber wie gesagt, hauptsächlich über diesen Kanal der Volksschulen, das scheint uns sinnvoll. Dort kommen wirklich auch die Eltern und die Fragen an, die dann die Kinder betreffen, die für dieses Schulmodell in Frage kommen. Dass die Vorarlberger Mittelschule auch qualitativ eine wirkliche Alternative bietet, soll durch Evaluationen und die Ausarbeitung von Standards sichergestellt werden. Und etwas, was natürlich auch ganz zentral ist, das kam vorher vielleicht etwas zu kurz, ist die Sicherung der Qualität. Ich glaube, bei einem Schulversuch generell, aber speziell bei diesem Schulversuch, der natürlich sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, wird man sehr genau hinschauen, ist das auch wirklich die Qualität, die wir uns erwarten. Es gibt einerseits ein Bundesinstitut, das hier die Evaluation durchführen wird, aber wir werden uns natürlich in Vorarlberg bemühen und da gibt es auch schon angesetzte Gespräche, gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule hier ein Evaluationskonzept, ein Begleitkonzept zu entwickeln, um hier auch tatsächlich diese Qualität verbürgen zu können.